Hi Leute, Top Trading Cards wieder hier und wir sind am Finale oder beim Finale angekommen. Case Nummer 4, Boxen 7 bis 12 der 2014er FIFA World Cup Prism Hobby Edition. Das heißt, die letzten paar Insätze, die wir euch heute oder jetzt in diesem Recap präsentieren. Und wir legen direkt mal los mit einer Eusebio-Karte. Das ist wohl als ja, Andenken an Eusebio, der ist ja 2014 verstorben. Ich denke mal, aus dem Grund eben so eine solche Karte in dem Set. Coole Idee von Panini, sieht so aus. Das ist das erste Mal in vier Cases, also eher selten. Dann kommen die blau nummerierten 199, Nummer 20 von 199 in dem Fall Brian Ruiz. Dann ein Matchup zwischen Igor Akinfeev und Thibaut Courtois. Dann eine weitere blaue zu 199 World Cup Star Fabio Cannavaro und Manuel Neuer. Dann die roten zu 149, in dem Fall 41 von 149 Emmanuel Emenike, Nigeria. Dann Thiago Silva und Tim Howard. Dann ein Matchup auch nochmal in Rot zu 149 von Chicharito und Neymar Junior. Und dann sind wir schon bei den Purplenen. Und die Purplenen sind zu 99, in dem Fall 42 von 99, Alan Dschagojew. Dann Netfinder, wieder ein Russe, Alexander Kerschakow. Von den Russen haben wir eh übertrieben viele in unserem Set. Ob das derzeit so gut ist, weiß ich nicht. Dann Javi Mascherano und John Obi Mikkel im Matchup auch nochmal zu 99. Und dann kommen schon die Toploader. Alexander Song in Grün. Und Grün steht für 25. In dem Fall hat Song hier die 14 von 25, also low numbered. Dann kommen die Autogramme. Wir haben aus den letzten sechs Boxen bekommen Samuel Eto'o mit einem sehr extravaganten Autogramm. Was auch immer er da alles schreibt. Auf jeden Fall ist es ein Autogramm von Samuel Eto'o. Dann Brasilianer Marques Freund und Wirtes Freund Oscar. Der hat ein richtig cooles Autogramm, macht in das O ein Smiley rein, hinten noch die Trikotnummer drauf. Und dann als letzte Karte Portugal, das Teambild in Gold, seht ihr ja. Und das heißt letzten Endes Three of Ten. Kaum schon. Ja, wenn er nicht will, will er nicht, ne? Ich weiß nicht warum, Leute. Er macht's einfach nicht. Sonne, alles blöd, keine Ahnung. Er will nicht. Ich kann euch nur sagen, es ist da. Geht doch. Nummer 3 von 10. Das dauert immer ein bisschen. Man muss den richtigen Winkel finden. Also Nummer 3 von 10. Team Portugal. Und das waren unsere Recaps und unsere Openings der Panini Prism 2014 Serie. Schaut euch alle Videos nochmal an, da sind ein richtig paar coole Dinger bei. Wir werden bald alles im Shop drin haben, also schaut auch da vorbei. Jonas Sammelecke und Top Trading Cards. Daumen hoch, Channel abonnieren und macht einfach so weiter wie bisher. Bis zum nächsten Mal und ciao.